So, ihr Lieben, es ist soweit. Wir wollen jetzt los nach Dänemark. Und wir sind schon ziemlich aufgeregt, weil wir diese Tour noch nie gemacht haben. Wir waren auch vorher noch nie da, wo wir jetzt hin wollen. Wir fahren jetzt erstmal nach Fehmarn rauf. Und dann wollen wir von Puttgarden nach Rødby rüber. Das ist unser Ziel. Los geht's. Das ist der Weg in den Urlaub. Die Sonne kommt raus, den ganzen Tag hat es geregnet und die Engel reisen und jetzt kommt die Sonne raus und ihr seht, wie schön es jetzt ist. Wir sind immer noch auf dem Weg nach Fehmarn rauf und ich denke, ihr bleibt dabei. Jetzt geht's rauf auf die Insel Fehmarn. Und das ist immer wieder, finde ich, ein Erlebnis. Ich bin auf dieser Brücke, die wir jetzt gleich passieren werden, schon oben mal drin gewesen. Und das ist wirklich ein Erlebnis, wenn man dort oben in diesem Stahlbogen aus einer Luke schaut und dann den Schiffsverkehr unter sich sehen kann. Das ist also schon ein echtes Erlebnis. Und deswegen habe ich hier immer wieder tolle Erinnerungen an diese Brücke. Auf der linken Seite. Platz und hier können wir jetzt schauen, wie es weitergeht.
so? Das weiß ich nicht, das kann ich dir nicht sagen. Deswegen müssen die Gleisanlage, also die Anleger ja so eigentlich so sein, dass auch Waggons da reinfahren können. Ja, hast du recht. Ja. Okay, danke. Hast du ihn verstanden? Ja. Bevor die Gruppe jetzt kommt, haben wir die Fahrt. Oh, machen wir das, ne? Mhm. Das sind die Schiffe, die früher auch Waggons transportiert haben. Ja. Kein Einhäuser oder was? Ja. Er steigt aus. Okay. Dann steigen wir aus. So. Auto haben wir abgestellt. Geh mal weiter, Schatz. So. Oh, ist eine Tür. Und schon geht's los. Das ist ja noch mal, ne? Ja, das ist ja noch mal. Das ist ja noch mal. Das ist ja noch mal.
Jetzt habe ich gerade meinen Schatzi verloren. Ja. Oh, Sonnenuntergang wird hier gefilmt. Hm? Dann noch ein bisschen was vom Sonnenuntergang mitgekriegt. Ja. Raus aus dem Hafen und dann rüber nach Dänemark. 45 Minuten brauchen wir jetzt und dann sind wir da. Das ist das Schiff, mit dem wir fahren. Irre Auswahl an Parfum, alles was das Herz begehrt. Ich kenne mich überhaupt nicht aus. Kann man sich doch auf seinen Urlaub noch freuen. Mein Schatzi freut sich. Ja, hallo! Wir haben eine ganz ruhige See, kein Geschaukel, wobei wir, also ich zumindest, habe da eigentlich keine Probleme mit. Seekrank werden wir beide eigentlich nicht, ne? Oder? Doch, ich schon. Du ja? Je größer das Schiff, desto schlimmer finde ich das. Ja, okay. Wenn diese kleinen rollenden Wellen. Sowas, das merkst du? Ich merke es ein bisschen, ja. Aber ich finde das jetzt hier so finde ich es entspannt. Aber so auf der TT habe ich das schon gemerkt. Okay. Oh. Oh ja. Ich ging nur mit Reisetabletten. Und du hast gar keine mit, oder was? Ist ja nicht so weit. Ist ja nicht so weit. Naja. Ich habe mehr Probleme mit den kleinen. Hauptsache, sie kotzt uns nicht ins Wohnmobil. Ja, ja. Das passiert schon nicht.
Diese tolle Atmosphäre auf diesen Schiffen wird natürlich bald ein Ende haben, denn der Tunnel ist ja im Bau. Der Graben für die Tunnelelemente ist gerade fertig geworden. Das ist das Schiff. Und hier ganz unten steht unser Wohnmobil. Wir machen uns schon mal langsam auf den Weg zum Auto. Nicole hat gerade festgestellt, dass wir unmittelbar vom Hafen sind. Und da wir hier ganz nach unten im Schiff müssen, Ja. Raus und dann geht's zum Stellplatz. So, mein Schatz. Jetzt unsere Strecke schon, die ihr da anzeigt? Ja. Okay. Nach 200 Metern fahren Sie geradeaus auf SIP-Motor rein. Richtung Köbenhauen. Doch mehr Fahrzeuge drauf auf dem Schiff, als ich gedacht habe. Also nur im Lkw-Bereich war es nicht so voll. Ja, aber im Lkw-Bereich war es doch nicht so leer. So. Kann das weitergehen? Ja. Willst du was dahin haben? Achso, musst du dich erstmal einstellen, ne? Flixbus haben sie rausgewunken. Ja. Fahren Sie geradeaus. Machen wir. Nach 400 Metern fahren Sie geradeaus und folgen der E47
Richtung Köbenhauen. Nach 700 Metern halten Sie sich rechts. Wo sind wir hier wohl hingegangen, ne? Ja. Wir schauen gleich mal, wo Stefan uns hier hingeführt hat. Ja. Stefan hat nirgendwo hingeführt. Nach 400 Metern Stefan hat halten gesagt, Sie sich der Hafen sieht schön aus, da gibt's Stellplatz, da will ich hin. Dass das hier aber so eine wilde Aktion ist, das habe ich nicht gerechnet. Ich werde mich an meine Beifahrerin darauf aufmerksam machen müssen. Ne? Ich wollte ja den hier rechts weiter drüber nehmen. Gucken wir mal. Uiuiuiui. Hier sagt sich alles gut. Seite. Maximal 5 Stück pro Nacht. Hier steht kein einziger, glaube ich, würde ich sagen. Ja. Würde ich doch sagen. Ist egal oder was? Ich weiß nicht, hier rechts, glaube ich, ne? Also, ich pass mal auf, ich stelle mich hier jetzt erstmal hin. Bevor ich jetzt hier rumgurke und mache und tue. Gucken wir uns hier jetzt mal an. Zack. Zack. So, guten Morgen, ihr Lieben. Tag 2 unserer Schwedenreise. Hier ein kleiner Ausblick aus unserem Wohnmobil. Entschuldigt, dass es ein bisschen hell ist, aber es ist die Sonne! Ist das geil oder ist das geil? Ich finde das toll. Ich finde das toll. Guten Morgen, ihr Lieben. Wir sind endlich aufgewacht. War doch ganz schön spannend gestern mit der Fähre fahren und so. Das haben wir ja auch noch nicht so oft gemacht. Mit dem Wohnmobil sowieso noch nicht. Zwischen den LKWs und so, das ist natürlich immer noch mal ein bisschen was anderes. Aber das hat ja super geklappt. Und jetzt wollte ich mal den ersten kleinen Rundgang machen. Wir sind hier in einem ganz kleinen Hafen gelandet. Nicole wollte gestern eigentlich schon wieder weg, weil ihr das hier zu leise, zu ruhig, zu, ja, zu nett war vielleicht, keine Ahnung. Aber ich habe dann gesagt, nö, wir bleiben hier. Und jetzt mache ich mit euch mal den ersten Rundgang. Und dann schauen wir mal, wo wir hier gelandet sind. Und das Wichtigste, was ich jetzt suchen will, ist eine Toilette.
Aber ansonsten ist hier noch gar nichts los. Gar nichts. Also ich glaube, hier ist noch nie ein Mensch. Ein Auto hat Nicole wohl heute Morgen irgendwie gehört. Und jetzt werde ich hier mal so einen kleinen Schwenk machen. So sieht das hier aus. Und hier stehen wir direkt am Wasser. Ist das toll oder ist das toll? Ja, ich finde das schon super. So, dann werde ich jetzt mal hier, sind Gebäude, irgendwelche Hütten, die man wohl nutzen kann. Keine Ahnung. Und müssen wir uns schlau machen. Da ist auf jeden Fall irgendwie ein Stromanschluss, den wir aber nicht gebucht haben und auch nicht nutzen. Und da geht es irgendwie noch ein bisschen an der Küste lang. Da werden wir nachher mal hingehen. Schauen wir mal hier, was hier so los ist. Hier sind auf jeden Fall schon mal Bänke. Das ist schon mal toll. Dann scheint hier ein Kamin zu sein. Mal gucken. Ein Kamin, eine Feuerstelle, irgendwas. Oh, ein Grill. Richtig nett. Ja, das ist alles noch nicht so richtig aufgebaut, aber zumindest ist es vorhanden und man kann es nutzen, wenn man möchte. Und dann gehen wir mal hier rüber. Hier ist, wird natürlich, in Dänemark wird ja ganz viel auch an Rollstuhlfahrer, also es ist, es gibt immer eigentlich, wenn wir, wo wir waren, immer eine Toilette, die auch rollstuhlgerecht ist. Hier ist auch eine Steckdose, die würde für uns aber nicht funktionieren. Machen wir hier das zu. Schauen wir mal weiter. Hier ist auch zu. Gut, dann gehen wir mal hier hoch. Hier gibt es also WLAN. Hier soll es angeblich Duschen geben mit 50 Kronen. Wenn man die befüttern, haben wir aber leider nicht. Aber wir haben auch Dusche im Auto. Dann gibt es hier Fischerei. Hier ist auf. Gehen wir doch hier mal rein. Hier sind so ein paar Infos. Und da wir hier nicht an der Westküste sind, in Dänemark, gibt es hier auch nicht so viele Informationen auf Deutsch, weil es meistens hier mehr Dänen gibt. So, hier haben wir schon mal eine Behindertentoilette. Mit einem Pissoir. Haken. Und hier ist auch eine Dusche. Oh, ist doch super. Und da kommen wir nicht rein. Aber Dusche, Toilette, alles in einem. Und alles tippitoppi. Ja. Und hier soll man irgendwo 50 Kronenstücke reinwerfen. Mal gucken, wo. Nö, da ist kein Automat. Da ist kein Automat. Dann werde ich das jetzt mal testen. Dazu lege ich euch mal beiseite. Ihr seid gleich wieder dabei. So, von hier oben mal einen kleinen Blick. Da ist ein Auto gekommen. Aber ansonsten ist hier niemand. Dusche ist warm. Habe ich kurz geprüft. Toilette funktioniert. Hier kann man kochen. Das ist Camping. Also für Camper, die im Zelt unterwegs sind. Die können hier einkehren und können hier was kochen. Oh, das ist von den letzten nicht so wirklich sauber hinterlassen worden, leider. Aber hier sind ein paar Informationen. Mal gucken. Angeln im Hafenbereich ist verboten.
hängt hier überall. Ja. Aber für jemanden, der mit dem Fahrrad zum Beispiel unterwegs ist, für den ist das hier schon mal eine Lösung, um mal was zu kochen und abzuwaschen. So, dann gehen wir hier mal ein Stück weiter. Schauen wir mal hier. Das ist alles, würde ich sagen, Fischerei. Das scheint hier so. Das sind Reusen, Stellnetze. Da ist noch ein Schuppen von einem Fischer. Da hinten ist schon jemand. Ja, dann gehen wir mal hier hin. Das konnten wir gestern im Dunkeln. Das war ja stockfinster, als wir gestern hierher gekommen sind. Können wir uns alles gar nicht mehr angucken. Fahrradrundtour. Hier unten ist auch was auf Deutsch. So. Hier kann man einmal rund um Lolland. Ja, geht's, ne? Ja. Hier ist eine Slip-Anlage. Jetzt kämpft sich auch schon die Sonne langsam durch. Hier ist ein bisschen was zum Spielen. Kleiner Bagger. Eine Schaukel. Ein Klettergerüst. Und überall in den dänischen Häfen, so kennen wir das auch schon, es sind immer irgendwie Sitzgelegenheiten. Und da kann man dann auch, die kann man auch alle nutzen und kann sich da hinsetzen. Also man braucht eigentlich draußen ganz selten eigene Stühle oder sonst irgendwas hinstellen. Aber wenn man das natürlich möchte, ist das hier auch kein Problem. Man nutzt den Bereich um sein Auto rum und dann ist gut. Oh, die Sonne kommt, ist das schön. Ich freue mich. Hier sind so kleine vorgelagerte Inseln. Wir blenden das nachher mal ein, wo wir hier genau sind. Das ist hier also eine ganz ruhige Ecke. Hier sind auch überall Wasserentnahmestellen. Das heißt also, hier kann man auch Wasser auffüllen. Zum Beispiel hier. Ich gehe hier mal einmal vorne vor. Oh ne, das geht da bis da vorne. Das lassen wir mal. Da gehe ich nachher mit Nicole mal hin. Ja, da stehen wir. Und dann ist hier unten sogar ein kleiner Strand. Schaut euch das Wasser an. Das ist doch. Also hier könnte man runterklettern und dann könnte man hier sogar ins Wasser gehen in der Saison. Jetzt ist es zu kalt. Aber hier könnte man sogar ein bisschen baden. Also eine schönere Ecke habe ich. Selten. Also wir haben schon sehr schöne Ecken in Dänemark gefunden, aber das ist hier schon richtig, richtig nett. Ja. So. Das war die erste kleine Tour. Jetzt wollen wir mal schauen, wie weit mein Schatz ist. Und dann melden wir uns nachher nochmal. So sieht es bei uns heute aus, am frühen Morgen.
So, jetzt brechen wir hier auf. Wir werden jetzt diesen schönen Platz verlassen und werden jetzt mal ein bisschen auf die andere Seite fahren und werden jetzt Münsklint besuchen. Zwischendurch machen wir noch Halt bei einem Stellplatz, den Nicole eigentlich besuchen wollte. Aber wir haben uns ja für hier entschieden und wollen uns den mal kurz anschauen und dann noch ein, zwei Sachen erledigen und dann geht's weiter zum Münsklint. Also seid dabei, viel Spaß!